Hallo ihr Lieben, also ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal so ein paar Klamotten, die ich mir in der letzten Zeit so gekauft habe. Ja, also fange ich mal an. Ich war mit meiner Mama vor ein paar Wochen bei Mr. Lady. Das ist bei uns in der Nachbarstadt irgendwo. Und da habe ich mir das T-Shirt hier gekauft. Das ist so schwarz mit so einem Mädchen drauf. Und da steht Neongrün drauf, Vorsicht legendär und Fuck it, I'm young. Ich fand das so cool irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, das muss ich haben. Ich fand das so toll. Okay, und dann habe ich unbedingt noch eine Hose gebraucht. Da habe ich mir hier ganz einfach so eine rote Jeans gekauft. Ganz einfach und ja, ich habe irgendwie farbige Hosen. Ich bin da momentan voll drauf und finde die total cool. Ich habe auch eine grüne und ja. Ach ja, die Hose hat 25 oder 30 Euro gekostet und das T-Shirt 5, das war untergesetzt. Und dann hier mein absolutes Lieblingsteil von Mr. Lady. Das ist der graue Pulli. Der ist so cool, der ist so flauschig, so richtig weich und hat hier an der Kapuze so Teddyohren. Ich finde den so süß. Ich hab den mal mit meiner Freundin Jessie gesehen und habe ihn gesagt, ja, den muss ich unbedingt haben. Sie kauft sich den auch noch. Und ja, ich finde den so toll. Der ist so weich und alles. Die Leute in meiner Klasse, wenn ich den anhab, die streicheln mich dann die ganze Zeit. Das ist so lustig. Ja, dann war ich irgendwann mal noch bei Pimki und habe mir das T-Shirt... Habe ich mir das T-Shirt hier gekauft. Das ist so lila, so geht so von helllila in schwarz über. Und da steht drauf, I walked down there and ended up. Und ich finde das auch irgendwie einfach schön, weil, so keine Ahnung, schwarze Sachen, das gefällt mir sowieso voll. Und ja, das fand ich einfach schön. Und dann war ich vorgestern noch bei New Yorker mit einer Freundin. Da habe ich mir den Pulli gekauft. Der ist ganz einfach so grau und nicht besonders dick, also eigentlich mehr so ein langärmeliges T-Shirt. Und hat hier so Strasssteinchen an den Schultern. Eigentlich wollte ich so einen mit Nieten an den Schultern haben, aber findet man irgendwie nirgends. Also wenn ihr wisst, wo ich so einen bekomme, würde es mich freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren sagen würdet. Ja. Und, ja genau, Preise. Der Pulli hier hat 25 Euro gekostet. Das T-Shirt von Pimki 15. Und der Teddy-Pulli 30. Und eigentlich habe ich mir noch bei Mr. Lady so eine, so eine Mütze gekauft, so eine schwarze, so eine Strickmütze, die hinten so runterhängt mit so einem Bommel. Und die habe ich jetzt gerade keine Lust zu suchen und weiß auch nicht, wo ich suchen sollte, also, ja. Die hat 7 Euro gekostet. Jo. Das war's. Dann mal, ne?